Moin moin, ich bin's, euer Max Deus. Und ja, in der letzten Folge, wir haben BC ein paar von den Bambis hier gesammelt. Beziehungsweise zwei. Und ja, kam dann so mit der Herausforderung in Kontakt, wo wir die anderen Fälle herkriegen. Denn wir brauchen eines von einem Tier, was ich gar nicht kenne. Und dann noch irgendwie ein paar von so Tieren, wo ich keine Ahnung habe, wo die überhaupt gibt's. Wenn ich euch das mal gleich zeigen darf, würde ich das machen, einen Moment. Wir haben hier, wenn wir ein Rehfältchen nehmen, so. Wir brauchen ein Hasenfell. Eines von den anderen Tieren da, was ich keine Ahnung habe. Dabei Wärmeanzug. Seht ihr das? Das, was ganz links ist. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Dann viermal Wildschwein. Keine Ahnung, wo es die gibt. Aber die brauchen wir für den Wärmeanzug. Weil ich will auch irgendwann mal mit euch die Schneegegend erkunden. Und ich habe auch keinen Bock hier noch eigentlich weiter groß zu erfrieren. Und ich glaube, ihr habt auch wenig Bock drauf zu sehen, wie ich hier einfach jedes Mal zum Feuer renne. So. Um mich aufzuwärmen, weil mir einfach kalt ist. Beziehungsweise der Figur, die ich hier spiele. Hallo? So. Baum fällt! Ah, wir nehmen den da hinten. Der sieht gut aus. Sind wieder Bambis in der Nähe. Da. Komm, 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 komm. Yes. So, was mich aber auch interessiert, gibt es hier eigentlich die Möglichkeit, Fleisch und so zu räuchern oder so länger haltbar zu machen, damit die mich hier nicht auch in der Tasche hier verderben? Ja, ich fände das auf jeden Fall sehr, sehr praktisch, wenn man die räuchern könnte. Dass man sich einen kleinen Fleischvorrat irgendwie aufbauen könnte oder so. Ja, wir haben jetzt erstmal genug Fleisch auf jeden Fall, weil wir gerade ein paar Rehe geschlachtet haben. Haben wir hier jede Menge und ein kleines Fleisch vom Eichhörnchen. So. Ah, wir machen mal das kleine Fleisch. Und ein großes. Und trinken tun wir auch noch. Ja, das kleine ist schon fertig. Und das Große auch. Warte mal, wir haben vergessen, die Stöcker noch einzulagern.
So. Und wieder. Ja, nice, wieder am Regnen. Jetzt brauchen wir noch ein paar Bäume. Irgendwas habe ich gehört gehabt. Aber wenn ich einmal irgendwas höre, was sich für mich nicht nach Natur anhört, habe ich sofort bei jedem kleinen anderen Geräusch sofort Panik. Denn von Ureinwohnern überrascht zu werden, klar, kommt man einigermaßen mit klar. Wir hatten auf einmal sogar eine Folge gehabt, da haben wir 9 von denen einfach mal auseinandergenommen. 10 sind gekommen, 9 haben wir auseinandergenommen. Der 10. ist entkommen. Und dann auf einmal, einige Folgen später kam dann sogar der erste Boss von denen. Okay, dieser erste Boss, der war deutlich einfacher als erwartet. Dieses Würstchenmonster da. Ich hatte auch gedacht gehabt, so, das war's mit mir und so, aber ich wollte da auch irgendwie den also euch Zuschauern so was bieten und so und habe mir gedacht gehabt, so, okay, ich stelle mich den und ja, dann auf einmal der war richtig schnell down, richtig schnell kaputt, richtig schnell fertig. Und das hatte mich auch total überrascht gehabt, wie schnell der eigentlich im Grunde fertig war. Aber noch so eine Begegnung. Ich glaube, ich bin nicht drauf vorbereitet. Sagen wir so, noch lange nicht. Klar, könnte interessant werden, könnte spaßig werden. So ein Boss. Allein im Trailer weiß ich, also von dem Trailer von The Forest, weiß ich auf jeden Fall, da gibt es noch einen richtig, richtig krassen. Gegen den anzukämpfen, wäre nicht so einfach. Da, wenn ich den bekämpfen wollen würde, bräuchte ich schon den Revolver oder die Pistole oder was auch immer wir hier die. Gerade reden wir noch von denen. Gerade haben wir noch von über die gesprochen. Warte mal. Er ist benutzt. Kommen die jetzt zu mir oder? Oder gehen die weiter? Scheinen weiter zu gehen. So, der eine steht da noch.
Was machen die jetzt? Wo sind die jetzt überhaupt? Da haben wir wieder einen Hasen, den müssten wir ein andermal jagen. Aber ich sag, wir gehen heute mal in diese Richtung. Und hauen hier mal die Bäume kaputt. Ich hatte kurz gedacht. Hat er denn nur zwei? Okay. Dann halt nur zwei. Habt ihr nicht noch irgendwo hier einen toten Baum rumstehen oder war das der mit den zwei Holz? Ja, keine Ahnung. Hab keine Ahnung jetzt. Ja, haben wir jetzt auch. So, wir bräuchten noch 14 Holz. Also einmal noch rüber rennen. Nehmen wir den Baum. Wir nehmen den hier. Ja. Hallo. So, und den hier nehmen wir auch noch mit. Ja, der ging schnell runter. So, wird auch langsam schon Abend. Da gerade was gesehen gehabt durch die Blätter. Hatte kurz Panik gehabt.
So, haben wir alle. Und zwar dieses Mal nur 12 statt 14. Aber wir müssen ja nicht immer alles voll machen. Muss ja nicht immer bis zum Anschlag sein. So. Ist doch nice, dass wir wieder Regen haben. So, und dann können wir auch wieder zurück. Das Ding ist hier auch voll. Ich möchte irgendwie die ganze Zeit mit Shift hier schneller losfahren, schneller paddeln. Muss leider mal feststellen, dass er nicht funktioniert. Wir werden gleich hungrig. Da ist nochmal ein Reh reinschmeißen. Die sind ja immer noch frisch. Nice. So, der muss jetzt gleich fertig werden. Ah, das macht mich traurig. So. Nehmen wir aber mal von hier. Und kochen es. Wie dunkel es auf einmal ist. Ist auch krass, wie viele Blätter wir haben. Wie viel Baumharz haben wir eigentlich? 338. Da haben wir 172. Isolierband. Was können wir eigentlich alles mit Isolierband machen? Handgemachter Bogen mit Licht. Kettensäge mit Licht. Steinschlosspistole mit Licht. Moderner Bogen mit Licht. Sprengstoff. Zwille. Okay. Interessant. Ja, ich weiß, ich habe Hunger. Hast du jetzt welche im Magen? Bin guter. Wir haben jetzt aber trotzdem, was Wärme angeht, folgendes Problem. Wir müssen rausfinden, was es da alles für Tiere gibt, wo man was für ein Fell kriegt. Beziehungsweise hier steht das ja doch irgendwo drauf. Okay. Statistiken, Herstellungsanleitung, Naturhandbuch. Hm. Pfifferlinge haben wir noch nicht gefunden. Hier Tiere. Krokodil, Wildschwein. Haben wir noch nicht entdeckt. Kanadagans. Kann es sein, dass das eine da Kanadagans ist, was wir brauchen? Kann das sein? Dass wir was von der Kanadagans brauchen? Hm, Wildkaninchen.
Krokodil kann ich mir schwer vorstellen, dass wir davon was brauchen. Aber Wildschwein werden wir brauchen, Reh werden wir brauchen, Hase werden wir brauchen. Ein Waran weiß ich nicht. Waschbären! Es gibt hier Waschbären! Vielleicht werden wir Waschbären brauchen. Ein weißer Hai. Okay. Ich glaube, denen sind wir schon begegnet. Nur den hat er jetzt keine Notizen gemacht, weil wir von dem fast runtergezogen wurden. Aber ich glaube, das letzte ist Waschbär. Wir brauchen Waschbär, Reh, Wildschwein und Hase. Und alle echten Hasen werden wir brauchen. Und ein Waschbär. Jo, der Marcel ruft sogar schon an. Das heißt, ich muss gleich leider mit der Aufnahme beenden. Oder warte mal, wir gehen mal ran. Ich mach mal auf laut. So. Der hat schon aufgelegt. Egal, wenn's wichtig ist, der ruft zurück. Der ruft zurück. Wollte jetzt einfach mal so lustig sein. Ich wollte jetzt mal so lustig sein, ihn mal rannehmen. Wie ich sehe, sind wir auch schon bei 21 Minuten. So, dann heißt das, hier weiter aufbauen. Das alles reinpacken und so. Machen wir in der nächsten Folge. Ich würde sagen auch vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. So. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.